Das ist krass, wir waren einfach beide Singles. Cheers. Nee, ist nur Freundschaft. Wir sind 4 Jahre älter. Also wow, was für ein Eck. Du wolltest sogar mal wegziehen. Ja. Oh, es kamen so viele Jingles. Der allererste Freund. Ach so. Ist echt so teuer. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht alleine, denn Mama und ich drehen endlich wieder ein Mukbang zusammen. Wie lange haben wir das bitte nicht mehr gemacht? Ewig. Und Leute, vorweg, es ist so heiß in diesem Auto. Wir haben einfach 8 Grad draußen. Es fühlt sich an, als wären es hier Sonnenschein. Als wären es hier 40 Grad drin. Ich habe so Hunger und wir waren gerade bei Jido Bar. Es wurde mir jetzt so oft empfohlen. Mexican Grill. Oh mein Gott, wir haben hier Nachos. Sind die bunt? Die besten Nachos, die wir gegessen haben, war definitiv in Berlin. Oh mein Gott, ja. Ja, sind bunt. Oh, die sehen richtig geil aus. Seht ihr das? Ups. Dann haben wir hier Salsa. Wir haben Tacos. Das sind Tacos? Das sind die Tacos. Tacos. Ich glaube, wir haben Beef, Chicken. Und wie heißt das andere? Noch was. Das bar, kommt bar, irgendwas bar. Dann haben wir hier einen Burrito, der sah richtig lecker aus mit Kartoffeln und Beef und einen mit Chicken. Ich weiß aber nicht, welcher ist. Und der war so nett und hat uns einfach Eis geschenkt. Und das ist so die Frage, was wir zuerst essen. Ich habe eigentlich richtig Lust auf diesen Burrito, aber das schmilzt, weil hier drin, das ist so soll heiß. Soll ich das Eis rauslegen? Willst du das Eis essen? Nee, ich hätte das erst auf das Bier. Und wir wollten währenddessen wir das Essen auf jeden Fall Fragen beantworten. Sind wohl wieder einige bestellt worden, ne? Oh mein Gott. Kommen die an Berlin ran, ja? Machen wir immer. Also, okay. Guten Appetit. Cheers. Okay. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Oh mein Gott, wir werden nur noch beobachtet. Oh mein Gott. Lecker. Ich habe den Reis erwischt. Ich habe den ich auch ausgesucht hatte, erwischt. Also Saskia wollte Kartoffeln und ich wollte Reis. Und ich habe extra kein Koriander genommen. Saskia mag kein Koriander. Das ist so lecker. Warum habe ich das noch nie gegessen? Tauschen? Mhm. Ist ja schon, ich vergesse die Fragen. Wir sitzen hier einfach so 30 Minuten, essen ein. Wieso? Du kannst ja jetzt schon mal die ersten Fragen stellen. Chicken ist geil. Boah. Das schmeckt mir tatsächlich sogar noch ein bisschen besser. Passt du den? Nee, alles gut. Ich mag besser. Magst du es mehr? Schmeckt jetzt auch lecker. Fangen wir doch mal mit so einer ganz classy Frage an. Wie geht's euch? Gut. Oh, ich dachte, da kommt noch was. Oh, nein. Von mir? Mhm. Nee, gut. Gut ist gut. Mir geht's auch sehr gut. Das Wetter ist... Oh, gerade ist es richtig geil. Mir geht's, sagen, wie geht's? Hat's geschüttet, dann hat es geschneit. Jetzt ist mal wieder die Sonne da. Ich bin endlich wieder 100% gesund. Das hat mich so genervt. Ich war so lange krank. Boah, so krank war ich echt lange nicht mehr. Ich hab's ganz schön erwischt gehabt. Und dann auch noch so oft hintereinander. Am ärgerlichsten war es eigentlich. Mama und ich waren zusammen vor 4 Wochen, ist schon länger als 4 Wochen her, auf diesem Event in Köln. Wir sind extra hingefahren. Und mir ging es morgens schon Parkhaus, Parkplatz. Richtig schlecht. Aber ich dachte mir so, ich reiß nicht zusammen. War bei diesem Event und mir ging es so schlecht. Ich musste einfach wieder zurückfahren, wie unnötig einfach. Die letzten 50 Meter hast du nicht mehr geschafft, konntest aus dem Parkhaus nicht laufen, wenn es jetzt so schlecht ging. Ich verteile die ganzen Bohnen überall. Wir haben super viele so Mama-Fragen bekommen, aber ich will jetzt nur so eine rauspicken und zwar, weil ich die gar nicht so verkehrt finde. Welchen Rat würdet ihr jungen Mamas geben? Also ich habe ja dir auch damals gesagt, genieß die Zeit. Ich meine, es ist anstrengend, aber es ist halt auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich fand so ein Baby, du lernst einfach alles wieder ein bisschen anders zu betrachten, ist meine Meinung. Deswegen, es ist anstrengend, aber ich kann nur jedem empfehlen, die Zeit trotzdem irgendwie zu versuchen zu genießen, weil die lernen in dem ersten Jahr so viel, das ist so faszinierend. So ein kleines Würmchen von ich kann gar nichts bis auf ich kann laufen. Das ist Wahnsinn, oder? Und wenn sie dich dann das erste Mal anlachen oder wenn du kommst und sie grinsen, das ist so schön. Ich kann nur jedem sagen, genieß die Zeit. Das ist einfach, sie ist so schnell vorbei. Guck mal, wie schnell jetzt bei dir das Jahr jetzt fast rum war schon. Das ist Wahnsinn. Also ich kann nur jedem sagen, genießen. Aus meiner Perspektive muss ich ehrlich sagen, hört auf euer Bauchgefühl. Und zwar auf euer eigenes. Ich reflektiere das gerade so.
Und man macht doch am Anfang, weil man das erste Kind hat. Und ich glaube, es ist auch egal, ob man 16, 23, 35, 40 ist. Man ist total verunsichert. Man kriegt gerade auch durch Social Media, durchs Internet, man kriegt so viel Input momentan. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war. Bei mir ist es aber so, man kann sich zu allem einlesen. Man kriegt zu allem eine Meinung aufgedrückt, ob man die will oder nicht. Man kriegt es irgendwie schon doch mit. Und jeder hat auch eine andere Meinung. Meine Hebamme hatte eine andere Meinung als der Kinderarzt. Der hat wiederum eine andere Meinung. Und man ist am Ende des Tages so verunsichert und denkt sich so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Mache ich das überhaupt richtig? Bin ich eine gute Mama? Du bist eine gute Mama. Du hattest dein Baby 9 Monate lang unter deinem Herzen. Und du weißt einfach am allerbesten, was deinem Baby gut tut, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist. Deswegen mehr Vertrauen in sich selbst haben. Und aufhören, sich klein zu reden. Nur weil man so jung ist, nur weil man so alt ist. Das hat mit dem Alter überhaupt nichts zu tun. Ich habe ja auch zu dir gesagt, ich gebe dir nicht viele Tipps, weil wenn du was wissen willst, fragst du. Weil ja. Es hat sich ja auch so viel schon wieder geändert. Und ich glaube, ich habe es auch ganz gut hingekriegt. Also ich habe mich eigentlich nicht eingemischt. Nee, überhaupt nicht. Weil ich fand das damals auch so schlimm, wenn dir jeder sagt, oh, du musst das so machen, du musst das so machen, du musst das so machen. Also was du sagst, du hast ein Bauchgefühl, du hast einen Instinkt und handel nach dem. Und ich meine, die Natur hat sich auch was dabei gedacht, dass man als Mama einfach, manchmal merkt man das, wenn was nicht stimmt oder wenn irgendwas anders ist. Und das stimmt auch. Auch eine Mama mit 35, die ihr erstes Kind bekommt, ist zum ersten Mal Mama geworden. Auch eine Mama, die mit 16 Mama wird, wird zum ersten Mal Mama. Das Alter spielt da keine Rolle. Mhm. Ich zumindest. Sollen wir mal die Tacos probieren? Das ist noch gar nicht die Nachos probieren. Ich muss unbedingt hier was aufmachen. Es ist so warm. Mach auch, ja. Es ist so lecker. Willst du es einmal kurz halten? Ich halte mal, ja. Und es ist lecker. Oh mein Gott. Was ist es jetzt? Gähnchen? Mhm. Das ist schon sehr geil. Das betrifft dich, das betrifft jetzt nicht mich. Wie war das weibliche Empfinden körperlich nach einem Kind? Wieso betrifft das dich nicht? Ja, weil da steht Mama, also Frage an Mama. Was heißt das weibliche Empfinden? Ich glaube, das ist dieses, dass du das Gefühl hast, dass man sich so ein bisschen selbst verloren hat. Also das, was ein paar Mamas heutzutage auch auf Social Media teilen, dass man sich erstmal so in seiner Rolle als Frau und als Mama finden muss. Ja, natürlich bist du erstmal, aber das ist ja das, was du eben schon sagtest mit dem, du musst ja erstmal in deiner Rolle ankommen, du bist verunsichert, man redet dir jeder rein. Ne? Aber warst du das auch? Ja, mir hat ja auch jeder, das meinst du, was bei mir alles gesagt, du darfst dies nicht, du darfst nicht stillen, du darfst hier unten vorne. Und irgendwann, ich sag mal, hast du halt so ein dickes Fell. Und dann sagst du, weißt du was, mir egal, ich mach das jetzt, wie ich das für richtig halte. Was du jetzt eigentlich auch von Anfang an machst, wo ich dir ja auch mal gesagt habe, hör auf dein Bauchgefühl, alles andere ist Quatsch. Und dann ist das wirklich so, dass du ab dem Moment, das eigentlich dann ab deinem Moment kannst du es auch erst genießen. Weil vorher, wenn du doch unsicher bist, jeder verunsichert dich, redet rein, dann genießt du das auch nicht so, finde ich. Also ich habe die Zeit mit dir damals, wo du klein warst, auch extrem genossen. Weil ich habe auch einfach mal in deinem Bettchen gestanden und habe dich mal 10 Minuten angeguckt, weil ich das so toll fand. Mhm. Deswegen, also... Ich weiß nicht, ob man sich da... Klar veränderst du dich, weil du Mama bist. Du hast ja eine gewisse Verantwortung, die du dann übernimmst. Ja? Logisch, das ist ein totaler... Cut ist das falsche Wort, aber so eine... Das Leben ändert sich schon so um 180 Grad. Das ist nicht mehr wie vorher. Komplett anders. Es ist komplett anders. Ja? Und was sich jede junge Mama irgendwann fragt, wahrscheinlich auch die Papas irgendwann, ich kann nicht mitreden, was habe ich denn früher mit meiner Freizeit eigentlich angestellt? Das weil du hast krass, ja irgendwie... Ja. Keine Zeit mehr, weil du bist ja rund um die Uhr eigentlich fürs Kind da. Mhm. Ja. Aber jetzt mal als Frau habe ich mich deswegen jetzt so nicht anders gefühlt. Das ist eigentlich voll schön. Es ist schön, also es ist nicht negativ, es ist schön. Also ich habe die Zeit eigentlich genossen, wo du klein warst. Aber es ist anders. Also es ist wirklich es ist anstrengend, aber es ist schön. Ja. Ja. Deswegen, nein. Man kann zwar nicht mehr durchschlafen, was weiß ich, ne? Aber es kommen ja auch wieder andere Zeiten. Ab wann sollte man der Mama von einem Typen erzählen? Ab dann, wann das für richtig hält. Ich persönlich würde sagen, also wir hatten immer ein recht cooles Verhältnis miteinander. Und ich glaube, so das beste Verhältnis hatten wir 2020, wo ich wieder eingezogen bin. Also für alle, die uns die mir noch nicht so lange folgen. Ich rede immer von uns, als wäre das so unser Channel. 2020 haben sich meine Eltern getrennt. Und ich bin dann erstmal vorübergehend wieder bei meiner Mama eingezogen. Und ich finde, da war diese... Beziehung, die wir hatten, irgendwie intensiver. Wir hatten so richtig viel Zeit miteinander verbracht. Ja, weil wir es endlich so die Zeit verbringen konnten, wie wir es auch für richtig gehalten haben, ohne irgendwie Druck von außen. Genau. Und so viel Zeit. Also es war ja immer irgendwie Stress dann da. Ja, so, und genau. Der war weg. Also wir hatten davor schon ein recht gutes Verhältnis. Und was ich auch richtig schön fand, zum Beispiel, Mama hat mich von vornherein bei Social Media unterstützt. Und du hast auch echt immer an mich geglaubt, egal
wenn ich gesagt habe, nee, das wird nichts, hast du dann trotzdem gesagt, das wird schon was. Du warst wirklich ganz lange Zeit, also jetzt brauche ich das natürlich nicht mehr zu hören, aber eine ganz lange Zeit warst du so richtig mein Supporter, so mein Safe Space bei sowas. Ja, weil man muss ja auch erstmal lernen, es gibt Höhen und Tiefen. Und die Tiefen muss man erstmal durchkommen. Und egal, wenn ich dann gesagt habe, ich will es aufgeben, ich habe keine Lust mehr, es nervt mich so. Mama war dann immer so, nein, komm, probier es doch. Ich habe nein gesagt, ich habe einfach gesagt, halt durch. Ja, du hast so indirekt nein gesagt. So, du hast mich immer so weiter geschubst und meintest so, komm schon, das wird bestimmt bald wieder besser, es kommen bessere Zeiten, mach weiter. Ja, du hast so extreme Probleme gehabt, weil es gab am Anfang auch extrem viel Hate, musst du mir ja auch mal ehrlich sagen. Ja. Da gab es ja wirklich Dinge, die wären wirklich absolut unter der Gürtellinie. Ich weiß gar nicht, warum das im Netz jeder macht. Also ich kann nur noch mal von meiner Seite sagen, ich finde sowas total bescheuert, wenn man jemanden hatet im Netz. Lasst doch jeden so sein, wie er ist. Ich möchte das einfach noch mal sagen. Ja. Ja. Wenn es euch nicht gefällt, dann guckt es euch nicht an, aber hört auf mit so blöden Kommentaren. Und da hast du ja damals auch, habe ich mir gesagt, du musst da durch. Wenn du wirklich damit groß werden willst, musst du darüber stehen lernen. Und das ist nicht einfach. Und das hat es aber jetzt geschafft. Ja, groß ist relativ, ne? Aber, Jein. Es war immer mein Wunsch, nicht, dass Social Media mein Job ist, sondern ich wollte irgendwie so mit ganz vielen, ach nee, das finde ich jetzt sehr unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Einfach weiter. Okay. Ich wollte halt immer so ein bisschen Reichweite haben, um einfach über so Themen zu reden und dass es halt auch Menschen erreicht und dass ich halt auch was verändern kann. Und das ist zum Beispiel mit dem Glow-Ups passiert. Eben. Das war so schön, wie viele Menschen mir dann auch in die Kommentare geschrieben haben, dass ich ihnen geholfen habe mit meinen Worten. Das hat mich so, das hat mich so gefreut und das macht mich auch immer noch glücklich, wenn mir Leute dann schreiben, das Video, das hat mich berührt oder Ich denke heute noch an deinen Einsatz, der dir ja so spontan eingefallen ist. Ja, aber das war so, ich habe einfach mein Herz ausgeschüttet. Das war einfach so, das was momentan oder das in dem Moment in meinem Herzen war, das habe ich dann einfach so ins Video gepackt. Mit meinem ganzen Blut habe ich das da rein. Und das macht mir immer noch Spaß. Ich liebe sowas. Aber diese Videos sind einfach so unfassbar zeitaufwendig. Und irgendwie brauche ich da manchmal auch so, weil da auch immer super viele nachfragen, wann sowas wieder kommt. Urlaub bin, denke ich über so etwas viel öfter nach, als wenn ich jetzt hier bin. Und generell beim Reisen, finde ich, reflektiert man auch voll viel. Also, das war ja auch in Dubai das. Genau. Ja. Was man möchte, wohin man möchte. Und erzähl mir voll vom Thema abgekommen, ich muss die Frage nochmal lesen. Ab wann sollte man der Mama von einem Typen erzählen? Oh nein, wir sind komplett von dem abgekommen. Also zurück dazu. Da habe ich Mama eigentlich schon sehr viel erzählt. Also nicht alles, aber schon sehr viel. Wenn es irgendwie jemand Neuen in meinem Leben gab, da war ich ja Single, habe ich dir schon erzählt. Ich weiß gar nicht. Nicht nach dem ersten Date, aber. Nee, aber ich weiß gar nicht, wann ich das mit Philipp erzählt habe. Das weiß ich gar nicht mehr. Das mit Philipp und mir war sehr schnell. Das war sehr schnell, sehr ernst. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erzähle. Weißt du es noch? Nee, aber ich glaube, das war relativ zeitnah. Also klar, du hast dich am Anfang ein paar Mal getroffen, hast immer nur gesagt, naja, du triffst dich. Habe ich das gesagt, ja? Ich weiß gar nicht mehr. Nein, aber nicht so direkt. Aber man hat so rausgehört, aha. Gut, ich war mir auch nicht sicher, was das wird. Das war ja nicht schlimm, aber so, ja. Aha. Schon wieder? Nee, ist noch Taco. Ja, die Reste hast du mir übrig gelassen, das zerstückelte Stück. So lost einfach. Wir haben uns ein Menü bestellt und eine Cola dazu. Und die hat er aber nicht aufgemacht. Ja, und es ist uns einfach erst hier oben aufgefallen. Lieblingsserie, Filme auf Netflix, das interessiert mich jetzt auch, weil wir gucken kein Netflix mehr zusammen. Wir haben auch keinen Kanal mehr, Account mehr zusammen. Ich bin gar nicht mehr up to date, was du guckst. Fang du mal an. Also was ich im Moment ganz gerne gucke, das sind so, klingt jetzt blöd, aber alles so was so. Da gibt es so. Ist das eine Serie? Ja, da gibt es jetzt eine neue Aqua. Wie heißt denn das? Ach, ich hab's nicht so mit Namen und so einem Kram. Aber da geht es irgendwie um eine Mama, die zum Mars fliegt. Ich weiß nicht, was da alles passiert. Ich habe mir nur den Trailer gestern angeguckt. Das ist die neue Serie, die wir jetzt anfangen. Und da bin ich mal gespannt. Also, ich gucke das eigentlich ganz gern, wenn es so um Weltallkram und sowas geht. Finde ich eigentlich ganz cool. Da freue ich ein bisschen spacey Science sein. Fiction. Ja. Aber nicht Horror und so ein Kram. Also es darf dann nicht irgendwie so mit so Aliens so ein Kram sein, die dann da böse sind oder so. Das mag ich nicht. Also muss schon normal sein. Keine Aliens. Warum lachst du jetzt? Nein, ich mag keine Aliens. Also das ist krass, deine Laufbahn von Netflix. Oder so Vampir-Dinger, was du ja gerne geguckt hast. Da bin ich raus. Wie heißt denn diese Serie mit dem Vampir? Nein, kennt ihr noch? Das ist hier Twilight. Ja, genau, den da. Das sind da bin ich raus. Filme, Mama, das war der Film schlechthin, da war ich 10. Aber für mich war das nichts. Ich liebe ja Aktenzeichen XY. Das ist jetzt keine Serie auf Netflix, aber so eine Art, das gucke ich momentan super oft auf Netflix. Guck ich nicht. True Crime Dokus. Mhm. Ich finde das gruselig, was passiert. Und es tut mir auch mega leid für die Leute, aber ich finde es interessant, wie die das aufdecken.
Da kommst du ja im Leben nicht drauf, wenn manche Ermittler... Da musst du Medical Detective gucken. Das ist wirklich schauerhaft. Ja, und ich kann manchmal sogar Aktenzeichen XY nicht gucken, weil ich mir denke, ach du Heiliger, auf was für Ideen manche Menschen kommen. Übrigens sind die lecker. Ja, gell? Aber ich finde das mit Sauercreme, finde ich das ein bisschen besser. Gut, dann nächstes Mal Sauercreme. Ja, aber das schmeckt bestimmt auch geil. Mama tut gerade hier so die Nachos in die Taco-Mischung. Mhm. Wir könnten mal selber kochen, so Taco-Salat oder so machen. Mhm. Boah, habt ihr Lust auf weitere Videos so mit Mama, mit mir? Wir haben früher auch immer gekocht. Oh, wir müssen so viel mehr machen. Das war so bald ist Muttertag. Wir sind beide Mütter. Wir können den Muttertag einfach feiern. Ja. An dem Tag. Wir gehen einfach wieder frühstücken. Oh mein Gott, ja, lass das mal machen. Eine sehr interessante Frage, die ich mir rausgeschrieben habe, ist, was bedeutet wahre Liebe für euch? Die haben wir auch vor 4 Jahren schon mal beantwortet. Ich bin richtig gespannt, was du sagst. Weil jetzt haben wir beide, wir sind nicht mehr Single, wir sind beide schon länger in einer Beziehung und wir sind 4 Jahre älter. Also wow, was für eine Erkenntnis. Was von daher? Mal gucken. Wahre Liebe ist, wenn du dem Partner 100% vertraust. Wenn du ihm alles sagen kannst, du musst dich nicht verstellen. Er versteht dich, er ist da, wenn es dir schlecht geht. Mhm. Das ist für mich wahre Liebe. Einfach, wie gesagt, du musst dich nicht verstellen. Also der merkt, wenn es dir nicht gut geht, er kümmert sich. Aber würdest du sagen, es gibt, also es ist ein bisschen weit weg von der Frage, aber würdest du sagen, es gibt wahre, also es gibt Liebe auf den ersten Blick, also so wahre Liebe auf den ersten Blick? Oder findest du, Liebe muss sich erst entwickeln? Also Liebe auf den ersten Blick, ja. Das ist aber nicht diese Liebe, die du hast, wenn du jetzt schon länger in der Partnerschaft bist, meiner Meinung nach. Ja. Aber trotzdem kannst du dieses Gefühl der Vertrautheit. Ich meine jetzt, das hat man, also ich fand auch, dass das bei mir und Alex sehr schnell ging mittlerweile. Also irgendwie, weil du hast so ein vertrautes Gefühl und ich finde, das ist wichtig, weil dann weißt du, du bist angekommen, du hast den Richtigen. Ja. So. Und der Rest entwickelt sich sowieso, weil Liebe hat ja auch was mit Vertrauen, mit sich eben nicht verstellen müssen, sich fallen lassen können. Also einfach so sein, wie du bist. Und wenn es dir mal nicht gut geht, dann geht es ja nicht gut. Dann ist der andere aber für dich da und versteht das dann auch. Mhm. Ja? Und das finde ich wichtig. Und das hat für mich da miteinander zu tun. Auch mal sich gegenseitig ein bisschen zu veräppeln. Ja, das gehört auch dazu, Spaß zu haben zusammen, zusammen lachen können. Das finde ich wichtig. Könnte aber auch zu wahrer Liebe gehört. Tatsächlich, das habe ich neu, also für mich rausgefunden, dass man, wenn man in einer Beziehung ist und liebt, dass man auch oftmals zum Beispiel vergeben muss. Ich dachte, ich finde so the perfect match quasi. Partnerschaft heißt mit Höhen und Tiefen und ja. Viele, läuft jetzt gerade nicht, weg, nächster. Das ist halt diese Generation. Das, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns ist es ganz schlimm. Also finde ich zumindest, wenn ich das so mitbekomme. Ich verstehe das, wenn man aus einer toxischen Beziehung oder so raus möchte. Das ist ja auch was komplett anderes. Ist es geschmolzen? Nee, noch nicht. Ich würde es jetzt auch mal essen. Willst du es mal probieren? Ja, bist du durch? Ich bin erstmal satt. Übrigens, das ist so dieses... Oh, ich will es gar nicht unterbrechen. Ich bin voll in meinem Redeflow, aber das ist dieses Nui. Habt ihr das schon mal probiert? Wie gesagt, es wurde uns gerade einfach geschenkt. Das ist Indian Mango. Und Kokosnuss. Ist lecker. Ich liebe sowieso weiße Schokolade. Oh mein Gott, einfach ein Volltreffer. Mango und weiße Schokolade, was davon. Und Kokosnuss. Die ist mittlerweile halt einfach ein bisschen anders wie vor 4 Jahren. Da war ich noch sehr naiv eingestellt, was das Thema Liebe angeht. Und ich habe auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals jemanden finden werde. Hier sitzen wir. Das habe ich dir immer gesagt. Auch für dich gibt es jemanden. Und auch für dich gibt es jemanden. Du warst auch Single zu dem Zeitpunkt. Das war so krass, wir waren einfach beide Singles. Ja, damals habe ich über Männer gar nicht mehr nachgedacht. Wieso, lass mich erstmal in Ruhe. Ja, voll krass, ey. Mhm. Du wolltest sogar mal wegziehen. Ja. Oh, es kamen so viele Dinge. Oh, aber auswandern will ich immer noch. Ja. Eigentlich wollte ich dir hinterher wandern. Wo wollte ich eigentlich hinwandern? Du hast immer gesagt, Amerika oder Schweiz. Schweiz, weil die Schweiz finde ich auch immer noch sehr schön. Ich habe gesagt, wenn du dann da angekommen bist, komme ich nach. 3 Dinge, die ihr am anderen mögt. Das ist leicht. Willst du anfangen oder ich anfange? Fang nur an. Ich muss mich jetzt mal hinsetzen. Okay. Ich finde es richtig gut, wie viel du, also viel du mir gibst. Nicht von den finanziellen Sachen oder von den materiellen Dingen, sondern egal was ist, egal wie spät es ist, egal welche Uhrzeit es ist, ich kann immer hinkommen. Und du siehst es als selbstverständlich an. Ich finde es aber eine sehr, sehr schöne, eine tolle Sache, weil es nicht selbstverständlich ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Da fühlt man sich einfach so verstanden. So, da geht es einem direkt besser. Ja, mir, wenn man war weiß, das wichtig. Mir ist das sehr wichtig. Ja, aber wenn man weiß, man kann zu seiner Mama kommen und man kann über alles reden. Und es ist nicht dieses... Speicherkarte ist ausgegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es gestoppt hat. Zweite. Da muss kurz mal nachdenken. Es gibt so viele Dinge. Das ist jetzt kein Punkt so... Aber du kannst sehr gut backen. Und das finde ich auch gut. Und du bist ein sehr, sehr positiver Mensch. Dein Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Mein Glas ist immer halb leer statt halb voll. Und das ist echt scheiße. Gott, da hat er einfach direkt so reingeguckt und so,
Was ist das? Was machen die da? Ich finde dir gut, finde ich. Ich finde, du bist echt gut geraten. Also, ja? Ja. Danke. Meine Erziehung ist gut angekommen bei dir. Dankeschön. Ich finde es gut, wie es ist. Um Gottes Willen. Du bist selbstbewusst, du gehst durchs Leben. Ja, an deinem positiven Einstellung müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Das ist schrecklich. Ich hasse das. Aber ich soll ja jetzt nichts Negatives sagen. Hast du einen Schlüssel? Kriegst du es auf? Weiß nicht. Ernsthaft? Dass du mir meinen Schlüssel abbrichst. Was für deinen? Du hast doch nach meinem gefragt. Wann brichst du doch meinen Schlüssel ab? Na gut, dann mach. Ich kann das nicht. Na, lachen uns jetzt aus. Kriegst du nicht auf? Nö. Ach, vergiss es. Lass es einfach. Hast du bei Saskia zum Freund reagiert? Wahrscheinlich zum ersten Mal. Hier steht erst. Was heißt, wie habe ich reagiert? Boah, ich habe mich gefreut, dass du jemanden hast. Das 2000, wann war das? 15. Ach, der allererste Freund. Ach so. Ja, keine Ahnung. Da waren wir irgendwie neugierig, wen sie sich da ausgesucht hat. Dass du schon so das... Nee, ne? Dass es so was Richtiges wird? Nee. Nie. Das erste Geplänkel ist ja meistens noch nichts Richtiges. Wie viel erzählt ihr denn? Also habt ihr ein Bestie-Verhältnis zueinander? Ich würde nicht sagen, alles freundemäßig. Also ich erzähle dir schon sehr viel. Ja, aber es ist ein Unterschied zwischen Mama und aber bester Freundin. Genau. Seitdem ich so meine eigene Familie habe, ist es vielleicht weniger geworden. Einfach so, weil nicht mehr so... Also das ist ja auch normal. Es fällt aber auch nicht mehr so viel an. Also ich habe gar nicht mehr die Probleme, die ich damals hatte, so zum Reden. Wir sehen uns nicht mehr ganz so. Ja, aber das ist... Aber was? Das ist auch... Das ist ja auch... Du hast die kleine Maus jetzt. Und du hast auch nicht mehr die Zeit. Alles war sehr lecker. Finde ich so erfrischend, aber jetzt habe ich Durst. Freunde von meinem Freund reden schlecht über mich. Ja. Und? Es ist unangenehm, aber am einfachsten ist es, wenn du es versuchst zu ignorieren. Ja, was macht man da, ne? Da kann ja der Freund nichts für. Also ich würde schon mit ihm reden und würde sagen, hey, ich finde das nicht so cool. Ja gut, aber du merkst dann auch, steht er hinter dir. Ich meine, er steht halt dann immer zwischen den Stühlen. Das ist für ihn auch schwierig. Ja? Aber was macht man da? Ne? Du kannst ja nicht einfach sagen, so brich den Kontakt ab, weil es sind deine Freunde. Auf es der kommt drauf Seite, an, wenn es zu heftig ist, musst du dir auch nicht alles gefallen lassen. Das stimmt, aber auf der anderen Seite... Ich weiß nicht, wie man das... Ich habe keine Ahnung, weil auf der einen Seite sind es die Freunde von einem Freund. Man sollte ja auch nicht sagen, so brich den Kontakt damit ab. Auf der anderen Seite, wenn es einen so sehr verletzt und so fertig und man so fertig gemacht wird von den Freunden, finde ich dann aber auch nicht richtig. Ja, genau. Wenn man dann nichts sagt oder wenn der Freund dann sagt, ja, das sind immer meine Freunde, so Pech. Ja, das geht nicht. Also ich sag mal, wenn das zu extrem ist oder richtig dann alle auf dir rumhacken, dann musst du dir das nicht gefallen lassen. Also entweder sagt man euch zu, das sind deine Freunde, ich respektiere das. Ja. Dann mach du halt was mit denen allein. Ich komme mit denen halt nicht klar und die ja mit mir anscheinend auch nicht. So. Und dann geht man dem Problem einfach dann ein bisschen aus dem Weg. Ich glaube, das ist dann der vernünftigere Weg. Ja. Bester Urlaubsort. Mauritius. Meine Lieben. Okay, die auch. Man kann sich das heutzutage noch leisten. Malediven war genial. Aber Mauritius war auch sehr, sehr schön. Ist auch eine tolle Insel. Aber wollen wir mal in der normalen Preiskategorie bleiben, in der wir momentan fahren könnten? Finde ich Griechenland eigentlich ganz cool. Oh, ich liebe die griechischen Inseln. Ich liebe die. Ja, also griechische Insel finde ich eigentlich cool. Das Essen, die Leute. Wobei Spanien damals war auch super schön, wo wir da... Ja, wir waren doch auch mal Festland. Da war doch auch sehr schön, wo wir waren. Wo war das? Valencia, Alicante da unten. Alenia. Das war aber auch sehr schön da unten. Ja, das stimmt. Langweilt ihr euch? Seid ehrlich zu uns. Hat es euch gelangweilt? Ab in die Kommentare runter. Ja. Ihr könnt uns ja mal gerne schreiben. Also wir haben wirklich sehr viel jetzt beantwortet. Ob wir einfach mal so einmal im Monat oder so irgendwie uns was zum Essen holen. Ihr könnt uns ja auch Empfehlungen geben. Was ist zum Beispiel so im Raum Frankfurt? Genau, dann testen wir das immer. An nicen Foodspots gibt. Und dann holen wir uns da auf jeden Fall Essen. Und testen das für euch. Also Chidoba ist auf jeden Fall approved, also 10-10. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt am Verdursten. Ich brauche jetzt erstmal was zum Trinken. Mhm. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem neuen Video. Was ist heute? Dienstag? Ist ja, also am Donnerstag kommt ein neuer Vlog online. Genau. Und dann am Samstag noch ein Video. Also ich bin momentan sehr gut in meiner Routine drin. Läuft. Läuft gut. Läuft bei dir. Läuft gut. Ja, also wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.